Einen salzigen guten Abend, liebe Freunde. Willkommen zurück unter der Meeresoberfläche. Der Meeresoberfläche. Ist schon laut hier. Ich musste die Seilwinde schon anschalten, um einen Speicherpunkt zu kriegen. So. Mich dünkt, wir müssen tauchen und da müssen wir gleich mal was besprechen, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Low Headroom. Stoß dir nicht das Köpfchen. Ja, ihr seht ja, was passiert, wenn man sich den Kopf stoßt. Fuck. Many more bodies out there. Jesus. Jesus. Ist immer noch so laut, oder? Jetzt sollte der besser werden. Und zwar das Problem ist, ja. Wundert euch nicht, ich habe diesen Teil schon gespielt. Ja, und zwar habe ich mich jetzt, wir zeichnen jetzt mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf. Und ich hoffe, das funktioniert alles so, dass die Qualität am Start ist, dass ihr mich gut versteht. Und zwar hat mich das andere Programm einfach viel zu oft im Stich gelassen und ich habe das immer toleriert und irgendwie gefixt bekommen. Aber das hier ist das fast übergelaufen diesmal, weil Still Wakes the Deep legt nicht mehrere Spielstände an, sondern hat immer nur einen, der regelmäßig überschrieben wird mit jeder Aktion. Und das andere Programm hat quasi so getan, als ob es aufnimmt, hat es aber nicht gemacht. Und so hatte ich über eine Folge verloren, die ich dann, wo ich gesagt habe, das kannst du jetzt nicht so stehen lassen, da ist dann doch zu viel passiert. Und jetzt habe ich das ganze Spiel bis hierhin nachgespielt. Ja, weißt du, gar nicht so viel Spaß macht, wenn man das alles schon mal erlebt hat. Und genau. Dass ich jetzt wieder hier mit euch ansetzen kann. Ja, deswegen sind mir manche Sachen hier schon bekannt. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich hatte, das ist echt gut gelaufen. Ja, ich bin nicht gestorben, glaube ich. Ich hatte auch gar nicht so viel Pech beim Denken. Und deshalb war ich... Ja, wer treibt sich hier unten rum, ja? Ja, ich muss mich natürlich noch ein bisschen einfuchsen, was macht das jetzt mit OBS? Na, zum Beispiel weiß ich hier gerade noch nicht, ob das funktioniert, dass hier, wenn ich mein Mikro ausstelle. Weil ich habe hier leider, das ist das Einzige, was das andere Programm vorher besser gemacht hat. Das hat mir Feedback gegeben. Also ich habe gesehen, ob es aufnimmt. Ja. Oh, scheiße. Oh, das habe ich beim letzten Mal auch noch richtig mit Glück geschafft, weil ich... Ah, so macht man das. Ich bin letztens so durchgetaucht. Das war richtig grenzwertig, das Ganze. Oh. Okay. Ja, und da habe ich dann wirklich immer gesehen, ob das Mikro an oder aus ist. Ich habe es trotzdem verpeilt, keine Frage. Aber das war hilfreich und ich weiß nicht, ob ich das mit OBS auch machen kann. Ah, Christ, poor guy. So, was haben wir hier? Warnung, Lebensgefahr. Wartungsarbeiten dürfen nur bei offenem Schutz... Filtergitter durchgeführt werden. Hebel vollständig einrasten lassen. Warnung. Quetschgefahr durch Schmutzfiltergitter. Klingt doch angenehm. Kann ich mir richtig vorstellen?
Muss ich das nicht irgendwie erst noch hoch machen? Irgendwie waren wir so. Sonst fährt man da durch wie so ein Ei durch einen Eierschneider. Hätte man ja eigentlich mal ausprobieren können, wie es ist ohne, oder? Muss mal kurz gucken, ob sich das hier geändert hat. Das fühlt sich so laut an heute. Das ist bestimmt Quatsch. Da hätte ich auch so null Ambitionen zu, ne? Oh, wenn du Platzangst hast und dann noch Wasser und... Oh, fuck. Oh. Oh, das ging gut. Komm schon. Oh. Ganz vergessen. Oh. Oh. Scheiße, Mann. Ist das jetzt so schlau? Das ist jetzt hier nicht mit Absicht passiert. Scheiße, Mann. Tauch auf. Oh, ich glaube, wir verrecken. Das ist mir beim ersten Mal nicht passiert. Ja. Gas, komm. Zieh, Junge. Da, da ist die Kante. Die Kante des Lebens. Oder auch nicht. Nee, wir verrecken. Nee. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Oh. Ah, sieh, Alter. Da hatte ich irgendwie richtig Glück. Da war die Leiter auch schon zu sehen. Wir waren ganz nah dran. Ah, wie? Ach, das ist ja nett. Na, weil wir die Leiter gesehen haben, hat er uns hier schon abgesetzt. Ach, nee. Oh, scheiße. Also wir müssen da durch. Boah, das ist richtig lästig. Und dann ist irgendwo da, ist noch eine Leiter. Komm schon. Ah! Nein, ich will noch kurz was sehen. So, wir müssen hier durch. Und da wäre sie gewesen. Aber es gab eine Errungenschaft, ne? Fürs Ersaufen. Fürs räudige, kalte Sterben. Ey, das erhöht dann auch die... Die Atmosphäre, ne? Wenn man diesen Druck hat und das wirklich gerade noch so schafft und dann sagt er, oh scheiße, das war knapp. Da habe ich mich übel gefreut irgendwie. Und hier habe ich auch eine ganze Weile gesucht, bis ich weiterkam. Erstmal alle Wände abgetastet. Und dabei ist genau unter dem Riss ein größerer Spalt. Christ. Fucking oil.
Hallo? Mary! O'Connor! Is that you? Go away! Done me. Fucking Jesus. I'm sorry. I can't help you. I'm sorry. Ah, Gott, klicken wie blöder. Lass mich, Connor. Oh. Nein, 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 lass mich. I ever gotta get the fuck out of here. Oh, das tut einem schon richtig leid, wenn man das sieht, ne? Was soll das? Das ist so ein eigenartiges Zeug. Ach so, ja, wir sind da. Habe ich ja schon mal gemacht. Dieses Halten. Komm schon, Junge. Sicherheit herstellen. Hallo, Gas. Da habe ich kurz gehofft, dass er rechtzeitig anhält. Es sieht ja echt beeindruckend aus, ne? Aber ey, was das aus den Leuten macht, geht gar nicht. So, dann kam ich hier auf der anderen Seite an und habe dann festgestellt, ich nehme nicht auf. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich vielleicht noch erklären. Und dann hatte ich mir schon OBS runtergeladen und als ich dann jetzt noch eine Folge damit aufnehmen wollte, hat das aber auch verkackt. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du nachspielen. Schönes Kackwetter, ey. Guck mal, hier wäre nur eine Batterie für meine Taschenlampe. Oh, ich könnte mir erstmal hier einen trockenen Schlüpfer anziehen, ey. Immer richtig abrubbeln. Mit dem Handtuch eines anderen.
einmal durch den Hintern flitzen lassen und mir dann was Trockenes anziehen. Ja, das ist hier nur ein Buch. Just a book. Out of this fucking place. I need to get him. Thank Christ. I better check on Roy. Ach stimmt, der gute alte Roy, der hängt ja auch schon ewig ab, Alena. Ich werde der jetzt aber noch nicht schaffen, sich sein Insulin zu besorgen. Gleich mal anrufen. Oh, wie ist denn ein Call drauf, ohne dass es klingelt? Ach so, okay. Sake. Oh gosh, my thunderlord. I've been worried sick. Sorry, pal. I've been out of the shop since I last seen you. What's going on, Kaz? What happened with the chopper? That cunt tried to go without us, but, well, didn't work out well for him or the bird. Bloody hell, Kaz. Is anyone alive? Aye, I saw Finley. We had to get the Jerrys on. And Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. Yeah, I'm glad you've not been alone out there. Those two are alright. I saw O'Connor. He's one of these things, but I thought. Ah, fuck, I don't know what I thought, but whatever it is, folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on, Roy? It's alright. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right, it's right. Do you need me to come and get you? No, no, I can do it. Show this rig out. And the way to get us home. See you, girls. All right? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you. She does, you know. She really loves you. Kaz? Hi. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins, all right? Yeah, I'm on my way now. You, be on yours. I'm praying for you, mate. Mrs. Robinson. Ah, right, Val. Efters. Es hört sich so an, als ob er schon irgendwie aufgibt oder so. Also nicht, als ob wir nochmal zurück... Wäre ganz komisch. Nicht, dass er auch die Seuche bei sich in der Küche hat. Dann hat er ja richtige Probleme mit dem Lebensmittelverwaltungsamt hier. Da klingelt jetzt das Telefon. Hallo? Hallo? Anyone there? Ah, here he is. Listen, I don't have long. I left away with my mum. I had to get to. She's hollering at me. I'm going off my head. Suze! Is that you? Oh, Jesus! This one's trying to give me a kick in and all. Going to be a wee boxer, eh? Aye, you wish. I wish I could see you. You're beautiful like this. Aye? Well, I feel like an elephant. Chris, what is this? Suze! Suze! Hmm. Fummelt wohl langsam in seinem Hirn rum, hä? Das ist ein schönes Scheißwetter, ey. Christ, look at him. Has it got bigger? Na, kleiner ist es nicht geworden. Shit, that's oil dripping and everything. One spark and fuck. Ah, vielleicht ist es genau dieser eine Funke, den wir brauchen, ey. Dieses Zeug abzufackeln. Oh, das zieht mir so ein bisschen hin.
Brody! Ich bin da! Ich will auch rein. Fucking hell, how you doing? Better than you by the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no day in great without his insulin. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed or worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst, and I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. All right, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. Main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again. Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know. Maybe we should swap. You can't work the controls, Cass. Otherwise, I, of course, I'd go myself. Christ. Bestimmt. All right. All right, what am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus, I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. Great. Oh, fuck, man. Sollen wir was Geiles basteln? Nochmal rauskicken. Hallo, Brody. Hallo. Na gut, dann mach ich mal rüber, oder was hier? Keine Zeit verstreichen lassen und so. Keine Zeit. Weißt du, Brody? Kann hier jeder hier ewig rum. Brody, ich habe das Radio gefunden, aber kein Signal. Kein verdammter Piep. Du weißt, was wir tun müssen. Es ist unser verdammtes Problem. F. Der Einzige, den wir mit F kennen, ist Finlay. Byra Center. Gas to fuel. So, jetzt aber, ne? Tschüss, Brody. Glas offen. Aufbereitungsanlage. Ja, das wird auch nochmal lustig. Das ist ehrlich, ich habe das auch so geil gelöst, ne? Und ihr werdet ja sehen, was noch kommt. Oh! Oder was? Scheiße. Oh, fuck. Abartig. So, da müssen wir wahrscheinlich hin, denn. I hear someone.
Nee, Carsten. Fick dich! Nein, nicht! Du musst da rüber, Digga! Oh, Alter! So dicht habe ich dir auch noch nicht gesehen. Leave me alone. Oh. Alter, kann er nicht ab? Oh shit, ist kaputt hier. Hässlicher Junge. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Cool. Ja, ist alles wunderbar hier mit unserem Freund. Vor allem, der fliegt immer durch dieses Feuer, aber das interessiert ihn ja nicht, ne? This looks like it. Kaz, I can see the feed switching here. Glad you're all right. I've started the igniter. Give it a sec. Can't I see anything? Of course you can't, because I'm not that fucking lucky. No, it's not working. The gas is blown back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the relighter again. Fuck. Did you hear me, Kaz? Yeah. Wave or something so I know you're receiving. Prick. Understood. Godspeed. Ich würde genauso reagieren, glaube ich, ne? So, jetzt wird's nochmal wild hier. Aber der gute Adair, oder wie er heißt, der kann uns natürlich nicht in Frieden lassen. Jesus, you're fucking joking me! Ah, oh, der Freerunner. Ah, oh, jetzt vergessen. Kurz die Zeit zum Aufbrechen. Ah, das sind direkt bei mir. Nein. Oh, Alter. Das war die allerletzte Kante. Eieiei, muchas malacas. Boah, jetzt aber durch, das ist jetzt dem neue Jahr. Was hängt das denn da jetzt fest? I'm doing this! Shit. Gerne. Oh, ey. Burn, motherfucker. Burn. Oh. Komm schon, Mann. Jesus. Cash, for fuck's sake, move! It's about to collapse! Cash! Can you heal me, Cash? Fickle. Gears piece, Suze. Oh, I'm sorry.
Sorry, love, am I being difficult? I'm just trying to pick up the pieces of your mess. He wouldn't let it go, okay? He's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man! You are shitting me, McCleary! You're the bigger man! Do you think your old daughter's got more brains and bigger bars than you have? What about the kids? The flat's in your name, you go to Berlin and they just take it away! Listen, Suze, come on! No, no, you just shut it, McCleary! You sit your arse down and you just listen to me! How could we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why! And I will not let you drag those girls down with you! You sort this! Whatever you have to do, I don't care. You sort this or I will leave you. You understand? Suze, look, I'm really sorry. Kaz, just enough. Okay, just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital the day, eh? That might make a nice change for you. Okay, er hat eben ganz schön. Why do you have to... Ah, Suze. Jesus Christ! Oh, fuck! Jesus! Oh, wo hängen wir denn drin? Jesus Christ! Ah, you bastard! Scheiße, Alter! So, wir machen jetzt aber eine Pause hier auf der eisigen See. Ich denke, die nächste Folge wird die letzte. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns übermorgen. Haut rein!